Ich grüße euch. Schnecken, das leidliche Thema hier eines jeden Gärtners Jahr für Jahr. Was wir gegen die Schnecken tun, beziehungsweise was wir nicht gegen die Schnecken tun, das erfahrt ihr hier. Bleibt dran. Die gemeinen Nacktschnecken. Jahr für Jahr immer wieder lustig. Oder auch nicht. Je nachdem, was für eine Sichtweise man darauf hat. Und was wir da machen, das erzählen wir euch. Und zwar, macht es Sinn, etwas zu bekämpfen, was man nicht besiegen kann? Irgendwie nicht. Schnecken, egal was man tut, außer man würde jetzt vielleicht den Garten irgendwie komplett verseuchen mit irgendwelchen Chemikalien, dann könnte man vielleicht die Schnecken loswerden, aber das wollen wir ja nicht. Und die Natur möchte das auch nicht. So, was machen wir? Wir denken uns so, die Schnecken gehören im Garten einfach dazu. Klar, sie fressen Pflanzen weg, sie fressen Salatblätter an. Das ist ärgerlich, vor allem wenn man kleine Pflänzchen hat, die man dann per Hand dann selbst dann züchtet und dann ins Beet setzt und dann zack ist die Schnecke da. Aber was kann man jetzt tun? Ganz einfache Tipps. Wir fangen mal mit dem Gießen an. Es macht Sinn, morgens zu gießen und nicht abends. Weil was passiert, wenn man abends die Beete gießt? Es ist alles feucht, abends kommen die Schnecken raus. Die Schnecken freuen sich, weil sie dann über ein nasses Beet kriechen können und kommen dann so schneller zum Salat. Das ist der erste Punkt. Daher morgens gießen. Was kann man noch tun? Man könnte mit Schneckenkorn arbeiten. Klar, aber nein, macht das auf gar keinen Fall. Bloß nicht. Weil, was passiert? Die Schnecke frisst das Schneckenkorn und verendet. So, Tigerschnegel und Weinbergschnecken fressen das Schneckenkorn auch eventuell und sterben auch. Und das sind ja auch Nützlinge irgendwo. So, wenn jetzt ein Igel kommt oder ein Vogel und frisst dann die Nacktschnecke, die das Schneckenkorn gefressen hat, dann stirbt eventuell der Vogel. Oder der Vogel gibt die Schnecke den Nachwuchs, dann stirbt der Nachwuchs. Also Schneckenkorn ist einfach nur Chemie pur und ist total blödsinnig. In unseren Augen. Ja. Also wir würden hier niemals im Garten Schneckenkorn arbeiten. Anderes Thema, was man ja auch immer mal wieder hört, ist die Bierfalle. Da muss ich immer wieder drüber schmunzeln, weil was passiert? Man stellt eine Bierfalle auf, sie funktioniert, keine Frage. Die Schnecke geht dahin, fällt rein und ersäuft. Toll. Aus der Nachbarschaft werden noch mehrere Schnecken dadurch angelockt, weil die Schnecken mögen den Biergeruch. Ist irgendwie auch kontraproduktiv. Und wieder zum Thema Nützlinge, Insekten. Tigerschnegel, Weinbergschnecken, andere Schneckenarten plumpsen dann auch rein und verenden. Oder was ist, wenn mal so ein frisch geschlüpfter Vogel vorbeikommt? Trinkt das Bier, plumpst rein und er trinkt auch. Also, Hände weg von der Bierfalle. Bier gehört zum Grillen auf dem Tisch und gut ist. Trinkt das Bier selbst. Habt ihr mehr von. Ja, eine Schnecke ist auch ein Lebewesen. Und wovon wir halt Abstand nehmen, wie gesagt, das ist diese chemische Keule, also Schneckenkorn, Bierfalle oder so komische Ideen wie kochendes Wasser auf Schnecken draufkippen. All das, was der Schnecke schadet oder das Leid der Schnecke verlängert, wenn man mit solchen Methoden arbeitet, all das machen wir hier bei uns nicht im Garten. Bier machen halt natürliche Sachen, die den Schnecken nicht schaden. Dazu gehört, einen Schneckenschutzzaun zu errichten. Zeigen wir euch noch gleich. Wir sammeln die Schnecken auf, bringen sie halt weg, setzen sie irgendwo hier ein paar hundert Meter weiter in eine Wiese oder in den Wald. Klar, es ist mit Aufwand verbunden, aber ja, Herrgott, die Schnecke lebt. Wir haben Bewegung, verbrennbar Kalorien, ist eine Win-Win-Situation. So. Wir sammeln die Schnecken auf oder setzen sie auch in den Kompost. Dann bleiben sie da im Kompost und fressen sich dadurch. Klar, jetzt kann man natürlich argumentieren, oh, die Schnecke im Kompost, da kann sie sich ja richtig vermehren und dann werden noch mehr Schnecken produziert. Ganz ehrlich, ich habe hier noch nie so eine Armada an Schnecken rumlaufen sehen, dass der ganze Garten hier überschwemmt wäre. Also irgendwo regelt die Natur das schon von selbst.
Eine weitere natürliche Schutzmaßnahme, die wir verwenden, sind hier Schneckenschutzringe. Schöne Sache. Und es hindert die Schnecke halt daran, an die Gurkenpflanzen zu kommen. Alles zum Thema Schneckenfraß findet ihr auch hier oben in der Infobox. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Schneckenschutzzaun. Hier haben wir den Schneckenschutzzaun. Haben wir um die Zwiebelpflanzen herum aufgebaut. Wenn wir weitere Beete hier anlegen, dann machen wir es auch mit dem Schneckenschutzzaun. Gut, die Zwiebel ist jetzt nicht so primär die Nonplusultra-Pflanze, wo die Schnecke jetzt rangehen würde. Aber nächstes Jahr zum Beispiel, wenn wir dann hier im Frühjahr Salat dann hinpflanzen wollen, wir haben schon so einen Schneckenschutzzaun plus noch Schneckenschutzringe noch zusätzlich um den Salat noch hier aufgestellt. Dann haben wir einen doppelten Schutz. Da dürfte keine Schnecke mehr rankommen. Eine weitere Maßnahme, die man noch ergreifen kann, sind diese Pflanzenschutzhauben, um Jungpflanzen erfolgreich vor Schnecken zu schützen. Tolle Sache. Man stellt es einfach drauf, bisschen Erde hier drumherum, Pflanze kann wachsen, kommt keine Schnecke mehr rein. Nebeneffekt natürlich, wenn die Pflanze hier drunter ist, es wärmt sich auf, die Pflanze kann besser wachsen und ist auch noch geschützt vor Wettereinflüssen wie Hagel, sage ich. Das Wasser verdunstet nicht zu schnell. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt. Also zusammenfassend lässt sich sagen, wir hier bei uns im Garten verwenden keine Chemie. Wir versuchen die Schnecken auf natürliche Art und Weise abzuhalten. Es gibt noch diverse andere Strategien. Es gibt Opferbeete, wo man Pflanzenkulturen hinsetzt, die die Schnecken bevorzugt fressen, um sie von Salat zum Beispiel abzulenken. Wenn man die Möglichkeit hat, Stockenten, Laufenten, die fressen alle Schnecken. Tolle Sache, aber dazu braucht man natürlich auch die Gegebenheiten. Die haben wir hier bei uns im Schrebergarten natürlich nicht. Was das Beet betrifft, achtet darauf, dass eure Beete schön eben sind und feinkrümelig. Weil wenn ihr jetzt ein Beet habt, wo so dicke, fette Erdschollen drauf liegen, haben die Schnecken natürlich eine super Versteckmöglichkeit. Also wenn ein Beet ebenerdig, glatt, feinkrümelig ist, da kriechen Schnecken halt nicht gerne drüber, weil sie sich ja dann nicht mehr verstecken können. Das sind halt so die kleinen vielen Sachen, wo man halt drauf achten kann. Oder wo verstecken sich Schnecken? Unter Steinen, unter Hölzern, unter Brettern, unter Pflanzenkübeln. Unsere Pflanzenkübel, die heben wir auch mal regelmäßig hoch und gucken drunter. Wenn da Schnecken sind, werden sie abgesammelt. Also, wir bekämpfen Schnecken auf natürliche Art und Weise, aber wir wollen der Schnecke kein Leid zufügen. Wir hindern sie einfach nur daran, unsere Pflanzen zu befallen. Wie macht ihr das? Teilt mal eure Erfahrung gerne mit. So, was machen wir jetzt noch? Genau, wir suchen immer noch Schnecken und werden sie umsiedeln. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.